Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Eigentlich ist alles bereit, um Jaromar nun auf die höchste Stufe zu heben, die überhaupt vorstellbar ist. Denn religiös ist er schon das Oberhaupt seiner Kultur, seines Glaubens. Er wird angebetet, aber er ist bisher nur König. So ein stinknormaler König, wie zum Beispiel dieser estnische König, unser Verbündete, der uns da in diesen Krieg hineingezogen hat. Es wird Zeit, dass wir dies ändern und dass er sich auch auf weltlicher Ebene erhöht. Wie wir das dann nennen, müssen wir mal überlegen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, weil das passt religiös ganz gut zu dieser ganzen Struktur, wenn er sowas wie, also wenn die Herrscher als Gottkönige auch bezeichnet werden. Vielleicht habt ihr noch Ideen oder Vorschläge, was wir da nehmen können. Ich will auf keinen Fall etwas nehmen, was sich auf das Kaisertum im römisch-christlichen Sinne bezieht, also Kaiser oder auch Zar passt in diesem Fall nicht, auch wenn Zar ja so eine slawische Tradition wäre, aber auch das bezieht sich auf Cäsar und damit auf die römische Tradition. Das geht also nicht. Hochkönig ist auch doof, weil die Iren, der irische König nennt sich schon Hochkönig. Es muss irgendwas anderes sein. Gottkönig passt eigentlich, finde ich, ganz gut. Ist zumindest jetzt im Moment mein Arbeitstitel. Aber ich schwadroniere jetzt schon viel über diese Dinge. Und eigentlich sind, wie gesagt, auch alle Voraussetzungen erfüllt, um jetzt diesen Schritt zu tun. Nur es gibt ein klitzekleines Problem. Und das sieht so aus, dass wir das Großreich noch nicht gründen können. Und zwar aus welchem Grund? Wir sind noch im Krieg. Und das ist dieser lästige Krieg, den die Esten hier begonnen haben gegen, gegen die Schweden und gegen Verbündete. Wobei, schaut mal, jetzt haben wir mal wieder eine echte Adamitin. Die andere schwedische Königin, sie ist ja jetzt nur noch Gräfin, die war unkorrekt gekleidet. Ne? Ich glaube, die ist heimlich am anderen Glauben gefolgt. Was ist das denn hier? Trostfresser. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Sehr schön. Wie auch immer. Ja, wir müssen jetzt helfen. Aus eigenem Interesse. Dieser Krieg muss beendet werden. Und da überlege ich jetzt gerade mal, von wo aus wir jetzt eigentlich unsere Truppen sammeln. Das Ganze ist ein bisschen unübersichtlich. Das Problem ist, das sind eigentlich gar nicht unsere Gegner. Das ist Aquitanien. Das sind unsere Gegner. Diese dunkelroten. Ach, das ist auch immer wieder schwer erkennbar. Am besten sammeln wir sie in Novgorod. Da sind wir, glaube ich, nah dran. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht allzu viel Geld bei dieser ganzen Aktion verlieren. Ich werde mal hier das Ganze neu machen. Sammelpunkt verlegen. Hierhin. Und dann hier alle ausheben. Jawohl. Müssen wir gucken. Ein Teil der Armee werden wir, glaube ich, nach Hause schicken. Ich denke, es reichen, wenn wir 4.000, 5.000 oder so hier dabei haben, um die Sache zu beschleunigen. Warten wir mal ab. Man kann das sicher auch irgendwie noch ein bisschen feintunen. Annulliert. Alles klar. Die Sache ist geregelt, weil vermutlich der andere Heilige Krieg zu Ende gegangen ist. Nun gut, damit hat sich das. Alles klar, dann ist es doch kein großes Problem. Gott sei Dank, wir können alle wieder auslösen. Ah, Savo hat gewonnen. Mhm. Nun gut, dann ist es, wie es ist. Und das ist jetzt einfach nur Palanga. Können wir die... können wir die nicht einfach sagen, Vasallentum anbieten? Machen sie nicht, ne? Weil sie ignorante Adamiten sind. Naja, dann wird das irgendeiner unserer Herzoge wird das schon auf kriegerischem Wege lösen. So, jetzt aber. Jetzt ist der Moment gekommen. So. Und jetzt checke ich das nochmal, dass jetzt nichts schief gehen kann. Okay, wir erfüllen jetzt nur diese Sachen nicht. Und zwar mindestens eine der folgenden. Reichsgröße hätten wir nicht, aber drei oder mehr Königreiche. Und Reichsgröße von 80. Das ist erreicht. 2000 Prestige haben wir. 600 Glaubenspunkte haben wir auch. 1200 werden wir haben. Dann. Okay, dann geht's los. Und jetzt gilt es ja, die Reihenfolge zu beachten. Denn wir haben ja eine klare Idee, wer was erben soll. Und meine Überzeugung ist ja, das Königreich, was wir zuerst gründen, geht dann auch an den nächsten Erben. Also, wir gucken uns nochmal unsere Söhne an. Das ist vielleicht auch wichtig für euch. Wir haben einmal Marek. Marek wird das Königreich Mecklenburg-Pommern erben. Das gewissermaßen, was jetzt übrig bleibt, nachdem wir alles andere gegründet haben. Dann, dem geben wir also nicht. Also, beziehungsweise wir geben sowieso nichts. Dann haben wir Prinz Rodulvard. Und dem hatten wir gegeben, das Herzogtum Schonen. Blöderweise hat er auch noch eine Provinz in Schweden.
ist egal, der soll Dänemark bekommen. Das nur dazu. Das heißt Dänemark als erstes. Dann haben wir Prinz Tomasz. Im Übrigen, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wie stolz ich auf unsere Söhne bin. Denn die sind alle wirklich sehr, sehr talentiert. Er ist hier unser Hofratsspitzel. Schaut mal. 17 Ränke gespielt, 13 Diplomatie. Toll. Er ist unser Ratsmarschall, 21 Kriegsführung, 14 Bildung, 15 Diplomatie. Wahnsinn. So, unser dritter Sohn, Prinz Tomasz, der soll König von Litauen werden. Das ist also das dritte Königreich. Und auch er ist talentiert. Entschuldigt. Ein großartiger Verwalter. Und unser vierter Sohn, und der sieht vom Äußeren tatsächlich am ehesten aus wie sein Vater, inklusive der Lustbläschen und der Frisur, Prinz Lech, auch er. Naja, er hat jetzt keine so großes Talent in dem einen oder anderen Bereich, aber schaut mal, insgesamt auch ein wirklich guter Herrscher. Er wird König von Schweden. So, das sollte jetzt nochmal gesagt werden. Und jetzt machen wir das endlich. Und zwar, wir werden, also zuerst hatte ich gesagt, Dänemark erschaffen. 400 Gold und 400 Prestige bekommen wir. So, damit ist es schon Königreich Dänemark. Wir gucken gleich mal, um sicher zu gehen, dass das hier auch alles klappt, wie ich mir das überlege, in die Nachfolge rein. Und wir sehen, Prinz Rudolf ward König von Dänemark. Das stimmt soweit. Das nächste, was wir machen werden, ist Königreich Litauen erschaffen. So. Damit, was kriegen wir jetzt für eine Nachricht? Ah ja, Großreichgründen, ja, hervorragend. Damit haben wir Prinz Tomasz, der das Königreich Litauen erben wird. Und das nächste, was wir tun werden, ist das Königreich Schweden erschaffen. So. Und auch das klappt. Lech wird König von Schweden. Und das Schöne ist, dass das jetzt so funktioniert, dass Marek das Königreich Mecklenburg-Pommern erhält und natürlich die ganzen Grafschaften, die in Mecklenburg-Pommern sind, ganz klar, aber auch tatsächlich die Heiligtümer. Also Novgorod, Plock und Rana. Ja, das wird vermutlich in Zukunft nicht immer möglich sein, aber in diesem Falle hat es tatsächlich nochmal geklappt durch die sehr spezielle Erbfolgesituation. So, jetzt kommt aber der Höhepunkt des Ganzen. Und zwar die Gründung des Großreiches. Oh mein Gott, was für ein Moment. Versammelt das Reich. Ich werde ein Großreich erschaffen, das heller leuchtet als alle anderen und das die Geschichte selbst überdauern wird. Wow! Ich habe getan, was niemand sonst konnte. Ich habe die Lande von Mecklenburg-Pommern mit denen von Schweden und Dänemark vereint. Und was ist mit Litauen? alle meine Vasallen und Tschretschi haben sich endlich vor meinem Thron versammelt. Ich habe mir diesen Moment in ihren Augen verdient und wichtiger noch in den Augen der höheren Mächte. Es ist nur richtig, dass ich mir die Krone selbst aufsetze, während sich meine Diener, sowohl die weltlichen als auch die geistigen, vor mir verbeugen. Mecklenburg-Pommern herrscht über allem. Ja, aber jetzt kommt der nächste Schritt. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir dem Ganzen einen neuen Namen geben. Aber erstmal genießen wir diesen Moment, dieses Reich gegründet zu haben. Toll. Ich gucke mal ganz kurz, ob mit der Nachfolge jetzt irgendwas unstimmig geworden ist. Nein. Er wird Kaiser und er bekommt das Königreich. Genau. Ja, alles gut. Alles verläuft planmäßig. Und jetzt kommen wir zu unserem Reich. So, und man kann diesen Titel, glaube ich, nicht ändern. Das wäre ganz cool, wenn ich es Gottesreich nennen könnte oder sowas ähnliches. Ein neuer Name muss her, finde ich. Jetzt ist der Moment gekommen, das zu tun. Und jetzt ist die Frage, das ist gar nicht so einfach, jetzt was Gutes zu finden. Also, erstens, bei dieser ganzen Sache müssen wir bedenken, wir sind slawisch geprägt, also auch sprachlich. Und wenn man sich anguckt, welche Ländernamen gibt es im Slawischen, beziehungsweise
Also welche Endung haben die? Und das ist in der Regel IA, Russia, Bulgaria und so weiter. Beziehungsweise, wenn man es ins Deutsche bringt, Russland, also es ist entweder mit Land oder IN, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und so weiter. Das ist eigentlich, was anderes gibt es da nicht. Polen ist noch eine gewisse Ausnahme. Aber das sind die Möglichkeiten, das so zu formulieren. Jetzt könnte man zwei Sachen nehmen. Also entweder man geht von von einer geografischen Lage aus, von einer besonderen Sache. Da würde natürlich die Ostsee in Frage kommen. Das ist ja so eine Art Ostseereich hier. Aber im Slawischen heißt das, glaube ich, irgendwie Baltiskoje Morje oder so. Und das passt wiederum nicht, wenn man in der Richtung geht, wegen den Balten. Das ist ja wieder ein spezielles Volk. Außerdem, und jetzt ist jetzt der entscheidende Punkt, ich hoffe, ihr erlaubt mir jetzt mal diesen kleinen gedanklichen Exkurs, ist es ja so, dass unser Reich ja sehr stark auf die Krutoi, auf diese Dynastie, auf diese Familie zugeschnitten ist. Darauf ist ja alles ausgerichtet, Religion und so weiter, die gesamte Macht, der Glaube. Deswegen sollte das irgendwie doch im Namen auftauchen. Und aus diesem Grund werde ich das Reich Krutonia nennen. So. Man könnte es, wenn man es deutsch aussprechen will, auch Krutonien nennen, aber lassen wir es mal auf Krutonia. Und das Adjektiv ist krutonisch. Okay. Das ist jetzt diese Entscheidung. Das wird nicht jedem gefallen, aber das interessiert doch uns Krutois nicht. Krutonia ist damit gegründet und es besteht, und da müssen wir jetzt nochmal kurz gucken, de jure aus diesen vier Königreichen. Und das ist auch der Grund, warum ich so sehr darauf erpicht war, alle vier Königreiche mit reinzunehmen, obwohl drei gereicht hätten, weil damit ist sozusagen das de jure-Gebiet jetzt klar definiert. Hätten wir erst drei gemacht und das Großreich gegründet, wären nur drei Königreiche de jure gewesen und das andere nicht. Ja. Okay, prima. Was ist das denn hier? Gesetze hinzufügen? Ach so, da können wir noch bestimmte Wahlrechtgesetze hinzufügen, aber das wollen wir nicht. Hier soll doch nicht gewählt werden. Das ist doch Gott gegeben, wer der Gottkönig von Krutonia ist. Puh, okay, wow. Was können wir jetzt tun? Wir haben wenige Champions. Ah, wisst ihr was? Wir haben jetzt natürlich eine komplett andere Vasallensituation. Das müssen wir jetzt wirklich mal prüfen, wie das jetzt eigentlich aussieht. Also erstmal, wir könnten theoretisch eine Domäne mehr besitzen und wir müssen mal ganz kurz gucken. Aber warum sind die Vasallen jetzt noch unsere direkten Vasallen? Ach, weil wir die jetzt vermutlich übergeben müssen. Das ist nicht automatisch mit rübergegangen. Ja, das sollten wir tun. Also da, genau, das ist ja ein. Oh, das ist jetzt aber eine komplizierte Sache. Wir wollen ja jetzt hier nicht. Wartet mal. Ja, Vasallen. Nee. Wir wollen ja jetzt nicht so ein Verwaltungschaos haben. Okay, das könnte jetzt wieder kompliziert werden. Ich warte mal noch den Monat ab. Vielleicht regelt sich da irgendwas selbst, aber das tut es scheinbar nicht. Jagd will ich nicht veranstalten. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wir haben. Ach, wisst ihr was? Klar ist das noch nicht passiert, weil die Königreiche sind ja noch gar nicht vererbt. Natürlich. Ist ja logisch. Die Vasallen sind ja noch direkt unsere Vasallen, weil wir vierfacher König sind. Und da frage ich mich, ist das eigentlich mit einem Malus verbunden, vierfacher König zu sein, so wie es mit einem Malus verbunden ist, vierfacher Herzog zu sein? Interessanter Punkt, ne? Schauen wir uns mal einfach einen beliebigen Vasallen an. Wir haben sie ja alle hier. Und gucken mal, ob da irgendwas zu Buche schlägt. Sadistisch, verlangte Bekehrung, unzüchtig? Nee. Gar nicht. Es ist kein Problem. Wir können offenbar vierfacher König sein. Ach so, der ist tot. Okay, das ist hier nicht mehr ganz aktuell, diese Liste. Hohe Lehnsautorität? Nein. Also, da gibt es offenbar keinen Malus. Ja, dann würde ich sagen, gibt es auch keinen Grund, warum wir diese vier Königstitel jetzt abgeben an unsere Söhne. Die Erbschaft ist organisiert, die wird stattfinden, aber solange der Erbfall nicht eintritt, werden wir ganz einfach vierfacher König bleiben. So, und wenn aber wenig Champions da sind, dann sollten wir da was tun. Die Frage ist, können wir da eigentlich was tun? Champions einladen ist gerade nicht möglich. Wieso haben wir eigentlich wenig Champions? Was ist da passiert? 12 von 12 ist doch alles in Ordnung, ist doch Quatsch. Wir haben so viele Champions, wie man sich nur denken kann.
Das ist eine Fehlinformation, würde ich mal sagen. So, König Richard hat einen Krieg verloren. Ein interner Krieg um ein Earltum. Naja, der hat mit den Iren möglicherweise zu tun. Und Westgotland wird angegriffen, das Kleinkönigreich. Ein Religionskrieg, der hier stattfindet. Okay, wisst ihr was? Nach diesem Ereignis, denke ich, ist ein Festmahl jetzt mal fällig. Aber wir haben gerade so das Geld dafür. Aber ich denke, das ist jetzt einfach drin. Das sollte sein. Ein bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Ein Altgläubiger, der aber wirklich gut kämpfen kann. Wir versuchen ihn mal zu rekrutieren. Kostet 40. Dann werden wir ihn versuchen, unseren Glauben. Ja, das geht auch. Sehr schön. Und damit ist er ein neuer Champion. Prima. Das hat ja auch gut geklappt. So, geselliges Beisammensein. Also, die Feier des neuen Reichs Krotonia wird hier begangen. Willkommen, meine Freunde. Die Eintopfflut. Was ist das denn für ein banales Ereignis bei so einem großen Moment? Betrunken stolpert Graf Andrzej in den gewaltigen Kessel, der mitten in der Festhalle über dem Feuer hing, und die leckere Brühe ergoss sich in einer wahren Eintopfflut über den Boden. Was ist das denn für ein Tölpel, Graf Andrzej? Das ist der von Östergottland, irgendein Graf. Ein Polabe, naja, wie die meisten von uns. Der nichtsahnende Herzog Kjurpelg saß neben dem Kessel und wurde von der Flutwelle erfasst und fluchte laut über sein ruiniertes Gewand, während ihm das Fett das Gesicht hinunterrann. Die Gäste stürmten zur anderen Seite der Halle, als die zähe Masse ihre Tentakel zwischen weghüpfende Füße ausstreckte. Prinz Tomasz ergab sich seinem unersättlichen Hunger und ließ sich auf den Boden fallen, wo er so viel von der fleischigen Masse in sich hineinstopfte, wie er in die Finger bekam. Gott, das wird ja immer peinlicher. Prinz Tomasz ist unser Sohn und Ratsverwalter, 31 Jahre alt. Was tut er da? Was ist denn mit dem los? Graf Piotr stand das Grauen ins Gesicht geschrieben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Verflucht sei dieses Chaos. Wir verlieren Prestige durch diese Sache. Zu Recht, das ist ja peinlich. Okay, das Festmahl endet. Hingegen dürfte Graf Andrzej wohl mehr Schmach als Stolz darüber empfinden, dass er den Kessel umgestoßen hat. Wir verlieren 135. Ansonsten, die Gäste sind uns wohl gesonnen. Damit haben wir jetzt einen neuen Ränkespiel-Lebenswandel-Vorteil. Wir könnten eigentlich dieses hier durchmachen, aber was für uns eigentlich noch cooler wäre, wäre das hier, Angststeuer. Allerdings dauert es eine Zeit, ehe wir da ankommen werden. Aber wisst ihr was? Wir versuchen es einfach. Ja, ich glaube, wir werden in beiden Bereichen nicht mehr das Ende sehen. Dann können wir überlegen, was hier noch am sinnvollsten ist. Foltern? Okay, vier kann man frei foltern oder hinrichten. Na komm, wir nehmen halt das hier. Finstere Erkenntnisse freischalten. Wenn wir foltern, werden wir besser. So, es gibt noch weiter Bauernaufstände. Es kann sein, dass wir da vielleicht mal helfen müssen. Oh, schaut mal, 8000 Bauern. Hier kommt jemand nicht klar, so wie es aussieht. Hier müssen wir mal helfen. Prinz Lech hat Probleme. Können wir ihm anbieten, in seinen Krieg einzutreten? Ja, machen wir mal. Greifen wir mal unserem Sohn unter die Arme. Indem wir Truppen ausheben natürlich. Warte mal, wir verlegen das mal wieder. Ja, Lokale, 5000 werden möglicherweise nicht reichen bei der Anzahl von Gegnern. 10.000 Gegnern sind da. Da müssen wir, glaube ich, schon mit einer großen Armee ankommen, um das hier hinzubekommen. Okay, da sind sie auch schon. Das ging jetzt schnell. Na, Mensch. Gibt es keinen schnelleren Weg? Nee, wir müssen da draußen rum. Okay, das war jetzt kein günstiger Ort, um die Truppen auszuheben. Und die gehen auch auf die Schiffe. Das macht die Sache jetzt noch nerviger.
Orland wird belagert. Nee, das ist eine Straße. Die gehen da einfach rüber. Gar keine Schiffe. So, müssen wir das? Wir müssen das zurückbelagern. Wo sind denn unsere Belagerungswaffen hier eigentlich? Hier sind sie. Beziehungsweise vielleicht müssen wir das gar nicht. Vielleicht müssen wir die Armee nur schlagen. Aber über eine Straße anzugreifen, na, das kann übel enden. Wir haben einen skandalösen Priester. Die slowianskanische Welt war angewidert zu erfahren, dass mein Sohn und Erbe, Prinz Marek, die örtlichen Schrezzi andauernd belogen hat. Anscheinend hat er sie alle dazu gebracht, auf der Grundlage eines falschen Wissens zu handeln, um so seine eigenen Komplotte voranzutreiben. Skandale unter Wächen sind zwar nichts Neues, doch ein Vorfall so nahe der eigenen Heimat ist schon beunruhigend. Ach so, der führt den Schrein von Puck selbst neben der Grafschaft. Deswegen wird er als Priester behandelt. Ich würde sagen, ach, wir verlieren eine Hingabe, wenn wir schweigen. Werden wir seine Vergehen verdammen? Das ist unser Erbe. Aber das Problem ist, er ist gewissermaßen gottgleich, ne? Unsere gesamte Familie ist gottgleich. Er ist der zukünftige Gott. Wir können doch nicht sein Vergehen öffentlich verdammen. Das geht gar nicht. Alles, was er tut, ist richtig. Es kann gar nicht falsch sein. Ich würde sagen, zu sowas äußern wir uns gar nicht. Wir schweigen einfach. Öffentlich verteidigen ist auch nicht gottesgemäß. Ein Gott verteidigt sich nicht. Wir schweigen. Der Eifer sinkt allerdings und unsere Stufe sinkt dabei auch, was nicht so schön ist. Aber es kommt ein neuer Ablass rein. Den nehmen wir an. So, jetzt haben wir hier 10.000. Und die Frage ist, marschieren wir da jetzt darüber mit den 10.000? Wir haben hier einen unnachgiebigen Verteidiger. Ich treffe heute irgendwie die Buttons nicht. Was ist los mit mir? Nochmal. Ich würde gerne einen dieser Glaubenskriege haben, aber irgendwie sind die nicht verfügbar. Aber das ist ein 26er, der ist auch ganz gut. Nehmen wir den mal. Ja, marschieren wir da jetzt rüber? Ah, die sind getrennt. Wir können, glaube ich, die eine Schlacht nach der anderen schlagen. Das sieht aber nicht so gut aus. Naja, die Überquerung, die macht das jetzt, ne? Ah, wir müssen die Bauern schlagen. Ich meine, wir sind doppelt so stark. Die anderen kommen natürlich jetzt mit rein. Minus 40 kriegen wir. Oh mein Gott. Verteidigung einer meerengen Überquerung plus 30. Was geht denn hier ab? Und was haben die denn für einen Verteidiger? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damit habe ich nun nicht gerechnet, dass die so. Was ist sie denn? Wie ist sie denn drauf? Margareta. Wahnsinn. Es sieht aber so aus, als ob wir tatsächlich das noch gewinnen. Aber vermutlich mit sehr, sehr hohen Verlusten. Unterrichtung der Jugend. Mein Fürst, ich denke, dass Christina eine Menge lernen könnte, wenn sie nur die Gelegenheit bekäme, unter eurer Anleitung zu studieren. Die Tochter von Gräfin Bertha grunzt abschätzig. Was? Wir unterrichten doch hier nicht irgendwelche Grafentöchter. Die Leute haben das Konzept der Göttlichkeit noch nicht so richtig verstanden. So, und der arme Graf Vincenti wurde bei dieser hässlichen Schlacht erschlagen. Der im Übrigen Ehemann von Prinzessin Ausala und damit von unserer Schwester ist. Und jetzt ist natürlich das Spannende, wer hat denn seine ganzen Titel geerbt? Wer ist da der Neue? Ach, das ist geteilt worden jetzt. Gräfin Cornelia und Gräfin Bertha. Okay. Also ganz neue Machtkonstellationen, die jetzt hier stattgefunden haben. Gott sei Dank ist dieser verdammte Krieg vorbei. Wir können aber nicht das Ende erzwingen. Das muss jetzt. Müssen andere machen. Wir können nur unsere Truppen nach Hause schicken. Das muss jetzt unser Sohn machen, dem wir jetzt hier geholfen haben. Na gut, so sei es. Okay. Wir sind wieder fettleibig geworden. Das kann doch nicht sein. Was ist denn mit dir los, Jaroma? Du weißt doch, was man da tun muss.
Können wir Gewichtsverlust wieder starten? Ja, machen wir. Starten wir auch. Okay. So, ist hier noch irgendwas Spannendes? Irgendjemand wird angegriffen. Ah, Endlethgallen, schon wieder der nächste Bauernaufstand. Es wird langsam ein bisschen unangenehm mit den Bauern. So, wir sind bei minus 15 Gold. Wow, darauf habe ich gar nicht geachtet. Das kann sich auch sehr negativ auf Schlachtergebnisse auswirken. Wir sollten also jetzt wirklich erstmal wieder eine Reserve ansparen, bevor wir irgendwas machen. Herzog Andrzej wechselt die Kultur von Polabe zu Schwedisch. Was geht denn hier ab? Dieser Typ, der ist mir doch neulich schon irgendwie negativ aufgefallen. Der wird Schwedisch. Naja, Hauptsache, er verfolgt unseren Glauben. Das ist eigentlich das Wichtige. Dass er die Krutheus anbetet. Alles andere ist eher nebensächlich. Naja. So, okay. Gut. Wir können vielleicht nochmal über nächste Ziele sprechen. Das letzte, was jetzt eigentlich noch dazugehören würde, wäre ein Kriegerorden. Was sind hier für die Voraussetzungen? Wir brauchen 1000 Frömmigkeit und 500 Gold. Und dann müsste das schon möglich sein. Wir müssen denen dann Land geben und dann kann dieser Kriegerorden gegründet werden. Ja, und das ist das letzte Puzzlesteinchen, was fehlen würde, um dieses Gesamtlebenswerk ist eigentlich ein Wort, das zu schwach ist, wenn man an Jaromar denkt, um das noch abzuschließen in einer Perfektion, die man sich vorher gar nicht hätte ausmalen können. So muss man es formulieren. Religion reformiert, Blutlinie gegründet, ein Gottesreich, Schrägstrich Kaiserreich gegründet und vielleicht noch ein Kriegerorden. Wahnsinn, Wahnsinn. Wird ihm das noch gelingen? Wird er seine Fettleibigkeit loswerden? Wie alt wird er werden? Mit 72. Seine Gesundheit ist nicht mehr die beste. Aber Jaromar ist natürlich hart im Nehmen. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.